Safe. Hier ist der Luki. Hier ist der Andy, aka Infernal Overkiller von Hellburst, und ihr hört What's Metal. Alles klar, Leute, wir sind beim Brain Crusher hier in der bayerischen Metropole Hirscheid und sprechen mit Luki und Andy. Ihr habt es gerade schon gehört. Hellburst kommen gerade eben von der Bühne. Wie war der Auftritt, Jungs? Einwandfrei. Guter Sound. Tatsächlich sehr viel Publikum. Wir haben vor 5 Jahren schon mal hier gespielt, an einem Samstag in der Früh. Und da waren vielleicht irgendwie ein Viertel der Leute da. Jetzt war richtig was los und hat richtig Bock gemacht. Danke nochmal an den Norbert und seine Crew. Wie sieht das von der Bühne aus? Warst du zufrieden, ja? Ja, ich war, wie der Luki schon gesagt hat, ich war super zufrieden, war ordentlich was los. Haben auch einige geil gebankt, sind gut mitgegangen, also hat uns Bock gemacht, war scheiße heiß. Aber ich kann mich so von der Crowd-Response überhaupt nicht beschweren. Also ich denke, wir sind zufrieden. Also wir haben jetzt auf der Sendungsseite ein bisschen so einen Spannungsbogen, weil ich eure Band kenne, meine Kollegen in der Sendung aber nicht. Und die sagen dann wahrscheinlich wieder, was schickst du uns da für einen Scheiß? Ja, warum müssen wir diese Band spielen? Ich sage, nee, die sind geil, ne? Also wenn ihr jetzt jemanden eure Band beschreiben sollt, der euch noch nie gehört hat, wie würdet ihr das machen? Also ich würde sagen, wir haben angefangen als relativ punkige Band, damals noch ohne Double Bass, sehr Venom Motorhead beeinflusst und haben uns eigentlich jetzt so in den 7 Jahren, seit es uns gibt, eher in Richtung Extreme Metal entwickelt, sprich eine Mischung aus Thrash Metal, hauptsächlich Basis, und Death Metal, angeschwärzt, sag ich mal, aber immer mit einer punkigen Unternote. Also ein buntes Gemisch, wir legen uns da auch nicht fest, Hauptsache schön asozial nach vorne und ja, genau. Ja, und abgefahren, dass du uns als Nordlicht dann tatsächlich kennst. Wir dachten ja immer, wir sind der Untergrund des Untergrunds. Aber ja, genau. Ja. Ich muss da jetzt auch leider nochmal eingrätschen, weil du hast vorhin gesagt, bayerische Metropole. Und da sind wir Franken sehr empfindlich. Also muss ich sagen, wir sind eine fränkische Band aus Bamberg. Ja, das wollte ich nur nochmal klarstellen, aber no offense. Also ich bin auch bekannt als Provokateur. Ja, ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich habe heute schon scheuvoll gegessen, ja, also das ist ja hier lokal Kolorit, ne, auf was so die Kulinarik anbelangt, wunderbar, nicht wahr? Wunderbar, 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 ich hoffe, dir hat es geschmeckt. Ja. Nee, ich kenne auch Ansberger Würste und allen möglichen Krams, ne, so aus der, kennst du noch nicht mal, ne? Kennst du Katzbrot? Was zur Hölle, nein. Ich denke, du bist Franke, das kann doch nicht wahr sein, oder? Du musst wahrscheinlich erstmal, du hast ja keinen Pass hier fürs Bundesland oder sowas oder für die Region, müsstest du wahrscheinlich ansonsten abgeben. Ja, okay. Ja, so, es ist eigentlich ganz wichtig, ihr schmeißt meinen Fragenkatalog so ein bisschen durcheinander, wenn du sagst, ich als Nordlicht kenne euch nicht. Also, eigentlich ist das ja so, ich kenne so einen Haufen Asoziale und die firmieren unter dem Namen Sacroscum. Und dann hat der asozialen Häuptling aus Willingen-Schwenningen, der Chris Münch, hat da Vinyl pressen lassen. Und das war eigentlich so, dass er die Assos auf eure B-Seite gesetzt hat. Und so bin ich eigentlich mit eurer Band in Kontakt gekommen. Und da könnt ihr vielleicht auch mal so ein bisschen ausholen, wie sich das Ganze denn so entwickelt hat. Also, erstmal vielen lieben Dank an Fucking Kill Records, dass sie das überhaupt rausgebracht haben. Unser Rumgeplärre da, das der übelste Wahnsinn. Schön, dass das auf Vinyl da rausgekommen ist, und da freuen wir uns wahnsinnig drüber. Wir sind da auch über Sacroscum tatsächlich draufgekommen und ja, das sind einfach gute Kumpels, wir haben die immer wieder getroffen. Ich habe die sogar hier auf dem Brain Crusher kennengelernt, den Simon von Sacroscum. Ja, und dann irgendwann hat sich das dann einfach so ergeben, dass man halt ins Gespräch gekommen ist. Ja, boah, ihr habt eine assige Band, wir haben eine assige Band. So. Dann ist es sehr naheliegend, dass man dann auch was zusammen macht. So. Und ja, wundervoll, dass es dann geklappt hat. Sacroscum haben auch ein paar sehr, um das Wort nochmal zu benutzen, asoziale Songs draufgepackt auf die Vinyl, und ja, ist echt gut geworden, und Fucking Kill Records haben da alles gegeben, und von der ganzen Aufmachung her macht das einfach jeden Vinyl-Fan auch sehr glücklich. Ich habe das ausgepackt und ich war einfach, ja, schon stolz, muss man sagen, ja, richtig cool. Ich muss dazu auch sagen, also Splits sind ja auch immer irgendwie so ein Statement für den Underground, gegenseitiger Support. Das ist nicht unsere erste Split, wir haben ja mit Recrucifixion aus Würzburg schon mal eine gemacht. Und
ich finde, das ist einfach was, das gehört sich. Ne? Ich meine, schau dir Bands an wie Nunslaughter oder Sabbath, zigtausend Splits. Und ich denke, wir haben jetzt quasi unser Debütalbum fertig geschrieben und haben uns vorher ordentlich da nochmal ausgelassen. Ich finde es auch wichtig, dass eine Band quasi, also meine persönliche Meinung, nicht gleich mit einem Full-Length ums Eck kommt, sondern erstmal irgendwie Demo, eine EP oder ein paar Splits, 7 Inches rausbringt so. Und wie gesagt, der Kontakt, der kam eher durch den Lucky zustande mit Sacroscum und so. Es ist uns aber auch wichtig, wenn wir sind ja auch einfach Fans, ne? Wenn wir eine geile Band haben, die irgendwie musikalisch passt so, dann connecten wir uns auch, sei das jetzt irgendwie Gigs oder Split-Thema, whatever, genau. Ja. Da auf jeden Fall nochmal Shoutout to Memmingen Asozial, also hier Schnelli, hier die ganze Crew, das sind schon sehr wichtige Leute und ich finde es einfach großartig, was sie da betreiben mit ihren gefühlt 1000 Bands, die sie da am Start haben und jede einzelne crusht einfach nur übelst und da ist echt, no fillers, just killers angesagt, also ja, Memmingen Asozial lebt, obwohl wir da, ja, hier lokal gesehen natürlich weit davon entfernt sind, aber die ballern schon. Ja, ich meine, müssen wir auf die Uhr gucken, der war jetzt gleich 9 Uhr, der Schnelli, der liegt wahrscheinlich gleich schon unterm Tisch. Die spielen nämlich heute in Dresden irgendwo. Also der hat ja nicht so ein Stehvermögen dann am Abend, ne? Der Schnelli liegt schon bereits unterm Tisch, denke ich. Kannst du mal einen Livestream rübergeben, ne? Also Schnelli, melde dich mal under the table again. Anrufen. Machen wir gleich mal nach dem Interview, rein aus Interesse jetzt, ne? Okay, ich hatte irgendwie vor, als wir uns da so am Merch getroffen hatten, schon gesagt, ne, eure Scheibe, die klingt so wie aus dem Schweinestall rausgezogen, ne? Ist das ein Kompliment für euch? Also, ich würde das jetzt überhaupt nicht als Angriff oder so sehen. Ich sag mal, ich habe vorhin schon gesagt, so unsere Roots sind ja auch ein bisschen aus diesem räudigen, asozialen Metal und Schweinestall finde ich absolut, naja, was soll ich sagen, treffend. Ich meine, wir sind trotzdem irgendwie ambitioniert und tight am Songschreiben. Also wir scheißen jetzt nicht irgendwas sauisch hin, aber es hat natürlich einen räudigen Oldschool-Vibe. Von daher sehe ich das überhaupt nicht als Angriff, was du sagst. Ja. Nee, das soll ein Prädikat sein. Prädikat wertvoll, würde ich fast sagen. Ja. Nein, das ist durchaus ein Kompliment für mich. Und ich meine, wie Andi sagt, irgendwie ist es... Wir geben uns wahnsinnig viel Mühe, dass wir irgendwie besser werden, dass wir tighter werden, dass wir noch schneller und assiger spielen. Aber ja, klar, wir wollen natürlich auch räudig und asozial klingen und von dem her aus dem Schweinestall raus. Ich mag keine Schweineställe, ich bin nicht für Massentierhaltung so, aber grundsätzlich muss ich schon sagen, ja, aus dem Schweinestall raus, there we go. Ja. Geht in Ordnung, ja. Wunderbar. Kann man so einen Sound planen oder wie geht ihr davor? Weil tatsächlich ist es ja so, wenn man die Uhr weit, weit zurückdreht oder den, ne, also den Kalender weit nach hinten geht, so in die 80er rein. Also das hat sich damals ja nicht irgendwie willentlich ergeben, dass Bands so geklungen haben halt. Ne? Und heute versucht man das vielleicht so ein bisschen zu erreichen. Wie macht ihr das? Also ich muss da bei uns sagen, es sind halt wahnsinnig viele Einflüsse. So. Wir haben den Ali an den Drums. So, der ist eher so der Punker, der kommt aus der Punk-Szene und hat da auch so seine Wurzeln einfach geschlagen. Und dann Flo, Andi und ich, wir sind eher aus der Metal-Richtung, aber für uns war auch von vornherein klar, so da muss irgendwie eine Punk-Kante mit drin sein, weil ja, das ist für uns alle wichtig, einfach, ja, irgendwie assig zu klingen auch so. Wie gesagt, weil du gesagt hast, es ist nicht planbar oder so, keine Ahnung. Ich habe vorhin schon gesagt, unsere Bass war irgendwie natürlich schon so alter Punk, Discharge, GBH und irgendwie Metal, Venom und so. Und es hat sich halt einfach entwickelt. Also ich muss auch sagen, unser Schlagzeuger, der hat vorher noch nie Double Bass gespielt, der hat es mit unserer Band quasi gelernt, sozusagen. Ne? Ich bin eigentlich Gitarrist und ne, so hört sich es auch an, mein Bassspiel, sage ich jetzt mal. Aber weil du gesagt hast, planbar ist sowas nicht. Es entwickelt sich, es kommt irgendwie eins zum anderen. Ne? Man plant ja nicht als Musiker so. Man trifft sich im Proberaum,
ne, Solf Paar Seidler und dann schaut man halt irgendwie, was Paar rumkommt. Ach ja, für alle Nicht-Franken Seidler, ein halber Liter Bier. Kurz als Explanation, aber nee, planbar ist überhaupt nichts. Wir schauen, was bei rumkommt und uns ist es auch nicht wichtig, dass wir dem Kind einen Namen geben, ob das jetzt, manche sagen, es ist Black Thrash, manche sagen, es ist Death Thrash, manche sagen, es ist Metal Punk. Uns ist es scheißegal, Hauptsache es knallt und geht nach vorne halt so. Ne? Und sowas plant man nicht und wir schauen auch nicht zurück. Irgendwie klar sind wir irgendwie Influenced von alten Bands und 80er-Kram und 90er Death Metal, aber letztendlich ist es eine wilde Mischpoke, ne? Und es kommt bei rum, also wir machen da uns keine Gedanken drüber. So, ja. Aber darum geht es ja auch irgendwie, auch dass einfach so viele Leute aus so vielen verschiedenen, ja, verschiedenen, in Anführungsstrichen, musikalischen Backgrounds irgendwie da zusammenkommen und einfach versuchen, irgendwie so ihre Energy da reinzupacken und dann funktioniert es auch so. Ich meine, das funktioniert dann automatisch. Wir geben uns da keine großartige Mühe, da vorher festzulegen, ja, der Song muss jetzt so und so und so strukturiert sein und bla, da wird einfach reingeballert und der Flo liefert halt die Riffs ab und dann, ja, und dann der Rest ergibt sich dann von selber und ordentlich fueled by Seidlers und dann... Ja, mal schnell, mal langsam, mal schön, mal leise, mal schnell, mal scheiße, ne? So irgendwie so. Das Motto, ja. Du hast eben gesagt, wir gucken nicht zurück, aber ich meine, wenn wir jetzt mal in die Zukunft gucken, was erwartet uns dann? Ja, ich hatte ja vorhin schon mal angerissen, wir haben jetzt unser Debütalbum komplett fertig geschrieben, haben da für uns wie so eine Art Vorproduktion gemacht. Weil wir ja auch in anderen Städten wohnen und so inzwischen, das hin und her geschickt und quasi wie so Demo-Aufnahmen gemacht und wir werden das jetzt aufnehmen in den nächsten 2 Monaten, sag ich mal, und dann gucken wir mal, wo das dann rauskommt oder wie auch immer, aber ja, es sind, wie viele Songs sind es? 8 oder ja, irgendwie so in dem Dreh und es ist eigentlich ein ganz guter Abriss von allem, was uns so ausmacht, mal deathig, mal doomig, mal thrashig, mal punkig und ja, mal gucken, so, ne? Also, wie gesagt, wir gucken ja jetzt auch nicht so, was ist gerade irgendwie Trend oder irgendwie so, wir machen halt einfach so. Klar hören wir alten Sound, wir hören auch neuen Sound, der aber dann wieder eher alt klingt, ne? Da hast du schon recht, also wir sind schon eher oldschool, so halt, ne? Und ja, also wie gesagt, ich finde es, also kann mich da nur wiederholen, ich finde es überhaupt nicht so wichtig, dass man das Kind beim Namen nennt. Es ist ja wurscht, ob du da jetzt das in die Schublade A oder Schublade B steckst, am Ende vom Tag rockt's und knallt's oder halt nicht. So, ne? Das ist eigentlich sehr interessant, dass du auf den Punkt jetzt gerade nochmal zurückkommst, also wie das dann nachher klingt. Du hast ja vorher schon gesagt, ne, also wie ihr euch selber beschreiben würdet. Also ich, als ich den ersten Song von euch gehört habe, ich weiß gar nicht mehr, welcher das war, aber da hatte ich jetzt gedacht, okay, das ist irgendwie so eine Mischung aus... aus Celtic Frost und Terrorizer und vielleicht noch so ein bisschen Righteous Picks damit drin. Aber ich meine, eure Songs unterscheiden sich natürlich, ne? Aber das war so eine Sache, wo ich dachte, hä, was ist das denn, ne? Jetzt also. Aber ein besseres Kompliment kann man ja schon mal zu Anfang gar nicht bekommen. Und ja. Ich meine, ich finde es dann halt, also ich persönlich finde es cool, wenn ich überrascht werde und nicht irgendwie so eine Platte vorgesetzt bekomme, wo ich schon weiß, ja, okay, gut, das wird sich jetzt von A bis Z irgendwie so durchziehen. Ja gut, ja, gibt schon auch Platten, die ich auch geil finde, die so sind. Aber ist ja gerade geil, wenn man dann den ersten Song hört und sich so denkt, so, ah ja, das klingt jetzt so und so. Und dann kommt der zweite Song und dann denkt man sich so, oh, what the fuck, was ist denn hier passiert? Ich finde auch interessant, dass du sagst irgendwie Celtic Frost, weil das haben wir irgendwie schon öfter gehört halt so, auch gerade bei unseren früheren Sachen so, 2015, 16 haben die Leute gesagt, oh, das ist ja mega, irgendwie Morbid Tales und Hellhammer und so. Und das hatten wir eigentlich nie so als Ambition, wie du das sagst, so, wir hatten das nie vor irgendwie so. Und wenn das dann am Ende rauskommt, die Leute das damit irgendwie verbinden, ich meine, wie gesagt, wir beschweren uns nicht, wenn du sagst Terrorizer, Celtic Frost, das sind alles Bands, die lieben wir, aber das steht jetzt nicht direkt Pate und ich höre mir jetzt nicht irgendwie Morbid Tales und World Downfall an und schau, wo können wir Riffs klauen. Das ist halt am Ende irgendwie so eine wilde Mischpoke. Ne? Ich meine, wenn du halt jetzt irgendwie das, ja, wenn du es mit irgendwas vergleichen willst, glaube ich, so am Anfang waren wir da gestanden, da waren wir noch zu dritt ohne einen Andi.
Und da war, glaube ich, so das, der Haupteinfluss war einfach Midnight, würde ich sagen. Da haben wir noch so den assigen ja, Black Metal Punk rübergelassen. Gleich Werner. Ja, ja, aber schon mit den Midnight Vibes so. Und ja, damit sind wir eingestiegen und ich glaube, wir haben uns deutlich weiterentwickelt. Ob das jetzt besser oder schlechter ist, weiß ich nicht, aber. Ja, das hat auf jeden Fall viel dann ja doch auch beeinflusst. So. Ich glaube schon, dass Midnight immer so ein bisschen, oder Venom natürlich auch mitschwingt, aber ja, die großen alten Helden sind immer irgendwie da und die kann man ja gar nicht verleugnen. Aber ja, trotzdem nochmal danke für die Vergleiche, weil sowas liebe ich halt, wenn jemand zu mir sagt, ja, hier klingt wie Celtic Frost, ja, dann ciao, dann könnte ich eh schon im Boden versinken. Ich muss euch da so ein bisschen bremsen, weil eigentlich normal, also muss ich auch vielleicht sagen, weil normaler, ich mag das normalerweise gar nicht. Nein, labern ist gut, aber ich mag es persönlich nicht, wenn ich, also Bands mit anderen Bands zu vergleichen, das ist, ja, also ich versuche das immer zu vermeiden, in Interviews zu sagen, okay, das geht so, ja, aber ich finde das wird einer Band halt nicht gerecht, ja. Aber es ist ja auch völlig normal, dass sich Musik, sei das jetzt im Metal oder sonst irgendwo, halt einfach wiederholt und wir versuchen halt irgendwie so alles, was wir finden oder was wir geil finden, halt irgendwie in den Topf zu werfen und daraus irgendwie so unseren Schlons zu machen. Ja, aber du weißt, der Unterschied ist, du machst das ja nicht mit Vorsatz, weißt du? Du machst das intuitiv. Und solange das intuitiv passiert, finde ich es halt irgendwie nicht so gerechtfertigt, wenn man sagt, oh ja, ihr hört euch an wie da. Das ist so ein einfacher Ausweg halt. Ich habe das jetzt, glaube ich, nur irgendwie mit eingeworfen, weil du vorher den Vergleich da mit dem Thrash und sowas eingebracht hast. Ne? Jetzt pass mal auf, was willst du denn als Musikjournalist oder grundsätzlich machen? Wir alle, wenn wir irgendjemand eine Band beschreiben, wir ziehen ja immer Referenzen. Ne? Wenn du sagst, oh, das klingt ein bisschen wie eine Mischung aus X und Y und das ist aber ja auch normal, weil wie sollst du sonst jemand irgendwie eine Band nahebringen? Und ich finde es jetzt auch nicht verkehrt, wenn man Vergleiche zieht. Ne? Also. Wir sind im Jahr 2022 und ich denke mal, wenn man irgendwie noch neue Musik machen wollte, die mit nichts vergleichbar ist, dann muss man halt Free Jazz oder irgendwas machen. So. Und selbst da könnte doch jemand irgendwie sagen, ah ja, der Saxophon-Sound, der klingt aber genauso wie die und die Band und bla. Ach komm, also ich fühle mich da sehr auf die Schulter geklopft und bestätigt in unserem Tun, wenn mir jemand sagt, wir klingen wie Celtic Frost oder Tyrannizer oder was auch immer. Das ist doch das Allerschönste, was man hören kann. Ich finde halt, wenn das Schönste, was man hören kann, ist, wenn irgendwann jemand sagt, es klingt wie Hellburst. So, ne? Einfach, dass man einen eigenen Style entwickelt aus all den Einflüssen, die man vielleicht hat. So, ne? Und ich sage jetzt mal, da kann ich sicherlich nicht nur für mich sprechen. Wir sind zwar irgendwie diehard Metalhead so, aber ich höre irgendwie so von Neil Young bis Blasphemy und von The Doors bis Nunslaughter quasi alles halt so. Ne? Und das wird jetzt nicht in die Mucke von Hellburst einfließen, aber im Großen und Ganzen versucht man ja schon, seinen eigenen Style irgendwie zu entwickeln in den Parametern halt, ne, die man irgendwie hat. Also wir werden jetzt nicht anfangen, irgendwelche Neil Young-Einflüsse in unsere Mucke zu bringen, aber unterbewusst, rhythmisch oder wie auch immer, keine Ahnung, kann das ja passieren, ohne dass du es überhaupt weißt. So, ne? Also ich finde auch, ich weiß, dass es spannend ist, zu versuchen, das zu analysieren, aber ich finde, man sollte das gar nicht zu sehr unter die Lupe nehmen. Man sollte einfach gucken, ich wiederhole mich, knallt's oder nicht, ist es geil oder nicht. Und ich glaube, es ist auch einfach, hast du vorhin gefragt, es ist nicht planbar. Selbst wenn du es planst und sagst, ich nehme mir jetzt vor, ich mache jetzt einen richtig schönen Oldschool-Sound à la Celtic Frost oder wie auch immer und dann, ne, hast du einen anderen Sound oder wie auch immer und dann kommt es anders rüber, also letztendlich, und dann denkst du dich, oh, da können wir doch mal irgendwie einen Doom-Riff oder lass da mal punkig werden und zack, hast du irgendwie deine Vision, solltest du sie dir setzen, schon verloren. Also es ist so ein dynamischer Prozess und ich glaube, ich kann da wirklich für alle Bands sprechen, also für alle Bands, die irgendwie anstreben, individuell, was heißt individuell zu klingen, ihr eigenes Ding zu machen. Und du kannst das Rad nicht neu erfinden, hast du vorhin gesagt. Du kannst es schon neu erfinden, aber dann hat es halt irgendwie drei Ecken und ist scheiße, so, ne? Und rollt nicht gut, so. Aber man kann sich halt aus einer guten Mischpoke irgendwie was rausholen und dann guckt man, wo es hingeht. Aber wie gesagt, ich finde es eigentlich
auch wenn wir das die ganze Zeit machen, über Einflüsse und Musik zu reden, finde ich eigentlich ziemlich überflüssig, weil hört es euch an und dann habt ihr selber so und jeder hat dann eine eigene Assoziation und vielleicht sagt einer, keine Ahnung, das klingt nach whatever, Nightwish, so, dann denke ich mir so, finde ich nicht so geil, aber wenn die Person das halt so empfindet, dann soll das halt so sein, also Wayne, oder? Ich höre gerade sehr gerne REO Speedwagon, so, das findet auch keinen Einfluss, keinen Eingang in unsere Musik, so. Also, ja, ich muss da dem Andi schon zustimmen, auch wenn der Andi jetzt darüber sehr viel geredet hat. Ja, ich schließe mich einfach an. Und wir haben heute Sandra gehört, Maria Magdalena. Habe ich auf LP, schäme mich nicht dafür. Für alle, soll ich sagen, Truen-Poser, hört euch Sandra, Maria Magdalena an. Ist Originalpressung, oder? Ja, ja, freilich. First Press habe ich, in meinem Vinyl Rack. Reiht sich ein. Und neben Slaughter, Slayer und Sadistic Intent. Kein Thema. Ich bin sehr eifersüchtig auf die Sandra-LP, muss ich echt sagen. Ich werde mir die auch noch anschaffen. Ja. Seid ihr beide so alphabetische Sortierer, was die Sammlung anbelangt? Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, ja, sonst findest du ja nichts, ne? Wenn du irgendwie so. Das Ding ist, manche machen ja nach Genres, um irgendwie so. Das war ja jetzt irgendwie so dein Lieblingsthema, ne? Aber, keine Ahnung, wenn du eh nur Metal hast, wo tust du jetzt. Keine Ahnung, wenn du jetzt sagst Dissection zum Beispiel, einer sagt, okay, das tue ich eher bei Black Metal rein, anderer sagt, das tue ich eher bei Death Metal rein, also von daher alphabetisch the only way. Ich sortiere meine Schallplatten tatsächlich auch, weil sonst würde ich einfach nicht mehr durchblicken, aber ja, ich bin schon auch ein bisschen ein Maniac und habe da schon viel zu viel Geld für den Scheiß ausgegeben. Kauft euch keine Schallplatten, macht das nicht. Das ist. Hört sich das überhaupt irgendein Arschloch an, was wir hier gerade reden? Wir haben im Schnitt 2000 Hörer. Echt? Was? Okay. Das habe ich jetzt einfach nur so gesagt. Aber kauft euch keine Schallplatten. Werden da die Nuller noch gekürzt, oder? Einmal damit angefangen, nie wieder damit aufgehört, war die dümmste Entscheidung meines Lebens. Da hätte ich auch gleich irgendwie von Anfang an Drogen nehmen können oder so. Wir verkaufen ja auch Schallplatten, also das ist so. Die haben eine bessere Rendite, als wenn du das Geld auf der Bank lässt. Ja, oder ich könnte Drogen nehmen und nein, ich nehme lieber keine Drogen. Aber weiterverkaufen natürlich, ne? Ja. Leute, wir driften so ein bisschen ab, unsere Hörerschaft merkt das wahrscheinlich. Wir haben ja auch schon ein paar drinnen halt so, ne? Also das muss man jetzt auch mal erwähnen. Dabei stehen wir draußen. Wenn du uns unfairerweise nach dem Gig befragst, so, ich meine, da wird natürlich schon auch mal das eine oder andere gebechert. Ja, also hier, weißt du, so eine noch vergleichsweise junge, schüchterne Band, die ist so ein bisschen enthemmter, wenn die ein paar drin haben. Ich war mal schüchtern, das ist aber schon irgendwie 20 Jahre her. Keine Chance. Stell uns doch mal die nächste Frage. Wenn ja, genau, was steht denn noch hier auf deinem Zettel drauf? Ne? So langsam, das ist wieder Kontra-Investigativ-Journalismus. Hier wird alles umgedreht. Ja, ich hab noch eine Frage eigentlich, tatsächlich, weil wir müssen aus zwei Gründen zum Schluss kommen. Zum einen haben wir nicht so viel Sendezeit, dass wir alles senden können. Ich schneide das nachher so und so zusammen. Wir machen die Vollversion online, ne, für die Leute, die alles hören wollen. Gleich fangen auch Horns of Domination an. Die müssen wir unbedingt sehen, ja. Und da haben wir noch ein bisschen Zeitdruck. Aber letzte Frage, bevor ihr ein paar Songs ansagen müsst, ist im Prinzip der Name unserer Sendung. Die heißt What's Metal? Ja? Was ist denn eigentlich Metal für euch? Gibt es da eine Definition dafür? Oder wie empfindet ihr das? Kann man das beschreiben irgendwie? Also, in erster Linie ist Metal einfach nur eine Musikrichtung. Das muss man auch wirklich sagen. Es geht natürlich irgendwie ein gewisser Lifestyle damit einher. Manche sagen, Metal ist Religion. Würde ich nicht sagen. Metal ist einfach nur Musik, die ich saugern mag. Für mich Leidenschaft und dadurch natürlich auch irgendwie Mittelpunkt meines Lebens, weil sich viel um Musik dreht. Sammeln, machen, hören. Aber am Ende vom Tag ist Metal einfach nur Musik und das darf man nicht vergessen. Kann ich mich nur anschließen und vielleicht noch irgendwie vielleicht noch kurz Shoutout an alle Leute, die denken, Metal sei irgendwie unpolitisch oder so. Fuck you. Das mag auf euch so wirken, aber Metal ist alles andere als unpolitisch. Jeder Mensch auf der Welt hat irgendwie die Verantwortung, politisch zu sein und entweder man nimmt sie wahr oder halt nicht. Sei auch jedem selber überlassen, aber seid politisch genau. Und stellt euch gegen rechts.
Genau. Ich möchte auch einfach nur sagen, wenn eine Band sagt, ich bin unpolitisch, ist das eine sehr politische Aussage, das zu sagen. Und damit würde ich einfach schließen, so, ne? Zumindest für dieses Thema. Wunderbar, alles klar. Vielen Dank für das Interview, Jungs. Ja, What's Metal? Wir wissen es immer noch nicht so ganz genau. Da hat auch jeder eine andere Meinung. Okay. Ja, ich danke euch auf jeden Fall, ja. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder.